Herzlich willkommen zu einem neuen Podcast. Heute sind wir zu dritt aus einem speziellen Anlass. Wir haben uns gedacht, hey, es wäre cool, mal einen Podcast zu machen, wo wir so ein bisschen über die Unterschiede reden zwischen der katholischen Kirche und Freikirchen. Generell, aber jetzt in dem speziellen Fall mit dir, Jan, natürlich auch Unterschiede zum BFP, aber vor allen Dingen eben auch die Gemeinsamkeiten, weil eigentlich gibt es, glaube ich, viel mehr Gemeinsamkeiten, aber es würde sich vielleicht auch mal lohnen, einfach darüber zu reden. Und genau, deswegen haben wir dich eingeladen, Jan. Du bist Vikar. Richtig. Habe ich gerade gelernt. Jesushaus Andernach. Richtig. Und jetzt darfst du vielleicht, weil das weiß wahrscheinlich gar nicht jeder, mal kurz erklären, was ein Vikar überhaupt ist. Wir haben bei uns im BFP eine sogenannte BFP-Ausbildung. Das ist das Theologische Seminar Erzhausen. Dort kann man seine theologische Ausbildung zum Pastor, / Missionar machen. Und nach 4 Jahren Ausbildung auf diesem Seminar fangen 2 Jahre praktische Ausbildung im Vikariat als Vikar an. Und nach diesen 2 Jahren steht dann die Ordination zum Pastor an. Cool. Und was machst du sonst so von Schwerpunkten her? Genau, ich bin Ältester in der Gemeinde, Jugendleiter und leite Bereiche wie Media, also eigentlich den ganzen Next-Gen-Bereich, Media, Production, Technics, mit guten, starken Teams und guten Leuten zusammen. Genau, ja. Wir kennen uns ja jetzt auch schon seit einigen Jahren und ich bin irgendwie damals über die Faschingsfreizeit auch so, haben wir uns kennengelernt so. Und genau, Volker, dich kennt man ja auch schon, zumindest hier in dieser Podcast-Serie. Ja, genau. Ja. Ich habe schon was gelernt jetzt eben. Weil ich immer dachte, in Freikirchen, da gibt es ein Gebet, wenn ein Pastor eingesetzt wird oder eine Pastorin, auch in manchen Gemeinden, oder eben auch eine Einsegnung. Mhm. Aber ich habe, ja, gibt es auch, aber ich habe noch nie gehört, ja, dass eine Pfingstgemeinde auch ordiniert. Ich bin ja auch ordiniert, bei uns heißt es geweiht. Ich war genau in deiner Situation vor 28 Jahren, nach 5 Jahren Studium, aber auch 2 Jahre praktische Ausbildung. Das war bei mir eigentlich ganz vergleichbar. Ja. Da war ich 5. In der Kirche. Lustig, bei den Rangern. Ja. Okay, ja. Aber so von der Struktur her gibt es da schon, finde ich, jetzt Gemeinsamkeiten, ja, von denen ich echt auch nichts wusste. Ja? Ja. Und ich bin 1996 bin ich geweiht worden zum Priester. Mhm. Cool. Mhm. Stark. Herzlichen Glückwunsch. Danke. Ich habe mir letztens noch eine Ordination angeschaut von einem Bekannten und mir war gar nicht bewusst, dass man da so wirklich so ein wieder Amtseinsegnung, das wird bei euch ähnlich sein, bei einem Kanzleramt oder so, dass man richtig so ein Versprechen abgeben muss, hiermit schwöre ich und hiermit verpflichte ich mich und so, die Sachen zu schützen und zu ehren. Wie ist da auch so eine Hand auf so ein Buch? Das weiß ich tatsächlich nicht, aber das ist schon sehr formell und sehr, das ist auch sehr wichtig, dem BFP tatsächlich. Dieses Versprechen ist sehr wichtig. Das musste ich auch. Ja. Also, auch während des Gottesdienstes hat der Bischof mich auch gefragt, ob ich wirklich dazu bereit bin und ob ich auch die Pflichten, die damit verbunden sind, annehme und sie bereit bin zu erfüllen. Das heißt, das Wort Gottes zu verkünden, die Sakramente zu feiern, ein guter Hirte zu sein für die Leute. Ja. Jetzt in meinem Fall, das ist ja etwas, was uns unterscheidet, in meinem Fall habe ich auch bei meiner Diakonenweihe, das war die Weihe vorher, vor der Priesterweihe, habe ich auch versprochen, ehelos zu leben, um des Himmelreiches willen. Und ach, das fängt beim Diakon schon an. Das war bei machst du das schon ab Diakon, sagst du ab das? Ab Diakon ist das. Krass. Ja. Also gewissermaßen schon vorher. Hut ab. Ja, ich habe auch lange damit gekämpft, ob ich, nicht ob ich das kann, aber ob Gott das von mir will. Mhm. Kann ich nachvollziehen. Mhm. Ich habe eine Frau und 2 Kinder. Mhm. Das wäre schon schade. ja, auf jeden Fall. Verstehe ich. Ich finde es deswegen so genial, jetzt auch diese Gemeinsamkeiten jetzt zu entdecken, weil ich mir echt vor 20 Jahren nicht hätte vorstellen können, mit einem freikirchlichen angehenden Pastor hier zu sitzen und über den Glauben zu reden. Weil ich, also jetzt krass gesagt, ich habe gesagt, das sind alles Sekten, ne? Die sind völlig irrelevant, was habe ich mit denen zu tun? Ich hatte mit der großen evangelischen Kirche zu tun, mit den Pfarrern oder Pfarrerinnen von Ort, aber die anderen, die haben für mich eigentlich gar keine Rolle gespielt. Ja? Ja. Also so, und gesagt, okay, die haben sich da irgendwie mal abgespalten, ne, und so weiter. Und von Pfingstern wusste ich eigentlich überhaupt gar nichts. Ja, und so, sondern es war eher Rubrik-Sekte, das heißt eigentlich nicht relevant. Ja. Ja, und ich bin echt dankbar, dass ich einfach jetzt so viele Geschwister auch kennengelernt habe von Freikirchen und die echt auch entdeckt habe als Schwestern und Brüder im Glauben. Und entdeckt habe, wie viel uns eigentlich auch verbindet. Und das hat so viele Vorurteile und Bilder, die ich hatte, einfach gecrashed. Und da bin ich total dankbar dafür. Ja, stark. Ich weiß nicht, wie es bei dir war, so von wegen katholisch. Ja, also ich bin im Kontext groß geworden, in einer
typischen BFP-Gemeinde und aus den frühen Pfingstbewegungen war sehr stark aus der Offenbarung her das Bild, dass die katholische Kirche, gerade die römisch-katholische Kirche in ihrer Institution, das muss man auch erst verstehen, weil es sehr starke Strömungen gab, die halt die römisch-katholische Kirche als die Hure Babylon bezeichnen, die abgefallene Kirche. Und so bin ich auch groß geworden, mehr oder weniger. Ne? Es gab immer einzelne Leute, die es anders ausgelegt haben oder so, aber das war so der grundlegende Konsens, eigentlich, den ich so wahrgenommen habe. Und natürlich im Theologiestudium und auch durch persönliche Beziehungen, auch durch Patrick, bekommt man natürlich einen weiteren Blick. Ne? Mhm. Okay, was ist mit der Hure Babylon wirklich gemeint? Und so kann es überhaupt die katholische Kirche sein, die römisch-katholische? Und selbst wenn man das theologisch annehmen würde, was bedeutet das? Kann man alle über einen Kamm scheren oder nicht? Und da sind auch ganz viele Fragen hochgekommen. Ich glaube, vor 3 oder 4 Jahren hätte ich es mir auch noch nicht vorstellen können. Da hätte ich wahrscheinlich einfach abgelehnt. Strikt einfach gesagt, nö. Und deswegen auch interessant, jetzt hier zu sitzen. Und das verdanken wir, also ich zumindest auf jeden Fall Patrick, weil Patrick mir auch echt viel gezeigt hat, wie es sein kann. Ich verdanke es auch Patrick, oder? Schon, ne? Ja, Patrick ist das Bindeglied. Das Bindeglied. Du bist die Brücke, du bist die Brücke. Genau, du bist ein Pontifex. Der Brückenbauer, der Verbinder. Pontifex Maximus. Dann machen wir die Brücke jetzt mal wieder kaputt und reden über unser Also das Krasseste, was mir eigentlich immer auffällt, wenn ich an Unterschiede denke, was du einfach von außen sehr siehst, ist so dieses Thema Gottesdienste. Also dass einfach Gottesdienste sehr, sehr unterschiedlich aussehen und in der katholischen Kirche es immer einen sehr, sehr klaren Ablauf gibt, der ja eigentlich auch so, könnte man fast sagen, weltweit gleich ist, oder? Absolut, ja. Und es halt in Freikirchen sich sowieso sehr voneinander unterscheidet, aber auch generell da mehr Spontanität drin ist so. Und da muss ich auch sagen, dass ich persönlich immer mehr auch mit der freikirchlichen Art eines Gottesdienstes anfangen konnte. Das weiß ich. Auch wenn du, immer traurig darüber bist. Aber ich mich auch gefragt habe, hey, woher kommt das eigentlich und wie ist es so entstanden? Warum gibt es auf der einen Seite so sehr diese Strukturding und auf der anderen Seite ist es mehr freier? Wobei, wenn du so genauer hinguckst, ist es eigentlich heutzutage auch oft bei Freikirchen so, es gibt auch eine bestimmte Struktur, die eigentlich dann immer sehr, sehr gleich ist. So. Also du hast immer irgendwie Worship-Part, dann hast du eine Predigt. Ja. Hast du so eine Gebetszeit danach? Ja. Das ist die große Herausforderung für uns, die wir sagen, wir sind spontan. Und wenn man dann in 10 Kirchen geht und sieht, okay, eigentlich ist der Ablauf doch bei jeder fast gleich. Das ist so. Und es gibt wenige Ausreißer, die tatsächlich dann sagen, nee, wir haben zwar diese Blöcke und diese Parts, die irgendwie für uns in den Gottesdienst reingehören, aber es ist nicht so, das erste Lied kann jetzt dann auf einmal doch schon den ganzen Worship eröffnen und die Ankündigung wirft man nach hinten und so. Also es gibt Gemeinden, die machen es dann doch anders. Vor allen Dingen meistens nach Predigt und Ministry Time. Das ist so der Hauptknackpunkt bei uns meistens so. Was machen wir nach der Predigt in dieser sogenannten Reflexions- oder Reaktionszeit? Und da gibt es die attraktionalen Kirchen, nennt man sie, oder halt die charismatischeren Kirchen, die dann da in die Unterschiede reingehen. Was heißt Ministry-Zeit? Ministry-Time ist halt so, oder Ministry-Zeit ist so die Zeit, wo auf das gepredigte Wort quasi reagiert wird, wo wir dem Heiligen Geist erlauben zu dienen. Und daher Ministry, die Ministers, kommt viel aus dem amerikanischen, englischen, afrikanischen, dass die Ministers, also die Diener Gottes, dann den Menschen dienen in der Kraft des Heiligen Geistes. Also da sollen dann die Geistesgaben zur Ausfaltung kommen und Menschen berührt werden durch den Heiligen Geist und so. Gebetsaufruf, wo Menschen nach vorne kommen können, über den Bekehrungsaufruf hinaus, über diesen Altar-Call hinaus, einfach das, was die Predigt an Nöten und Bedürfnissen angesprochen hat, die Gott begegnen will, nach vorne kommen und Leute dann mit Unterhandauflegung für die Leute beten und man erwartet, dass Wunder und Zeichen geschehen. Das ist Ministry Time. Genau, und es ist mehr als Fürbitte, sondern es ist tatsächlich auch Gebet ganz ausdrücklich um Heilung oder Altar-Call, das ist ja dann, also gut, wer will sein Leben Jesus geben? Genau. Das heißt, ihr rechnet auch immer damit, dass Leute dabei sind, die zum ersten Mal in Berührung mit dem Evangelium kommen und also Jesus kennenlernen. Genau, die Grundstruktur eigentlich von der Freikirche im BFP ist, dass unser Sonntagsgottesdienst ausgerichtet ist, neue Menschen für Jesus zu gewinnen, für die Gemeinde zu gewinnen, sehr evangelistisch ausgerichtet, starke Lobpreiszeit, kürzere Predigt, sehr modern gehalten in ihrem ganzen Auftreten, am Puls der Zeit, Lichter, Nebel, was auch alles so. Da gibt es auch wieder Unterschiede, die einen sagen, das brauchen wir nicht, die anderen nehmen das mit rein. Und daraufhin gibt es immer mehr, entweder sehr strukturiert, ich war in einer Kirche, die wirklich fast wie am Fließband dann auch immer den Bekehrungsaufruf nach jeder Predigt, egal wie es war, der war einfach mit dem Programm drinne.
Und aber auch dann wieder die emotionale und spontanere Geschichte, dass dann halt wirklich dieser Altar-Call mit drin ist und dann nochmal ein bisschen auch ausschwenken kann zu, okay, was tut der Geist Gottes jetzt als nächstes? Und Versammlung der Heiligen oder dieses innerkirchliche Zurüstung, davon ist der Sonntagsgottesdienst so ein bisschen abgewichen. Mhm. Und das wird mehr so in Kleingruppen, Seminaren, ja. Teachings, Diensttreffen und so dann organisiert. Und da ist ja eigentlich so die Eucharistiefeier ja viel mehr, ich will jetzt nicht sagen intern, aber so, man kann ja nicht sagen, dass er besonders evangelistisch ausgelegt ist am Ende, weil ja eigentlich auch sehr viele von den Sachen, die dort gemacht werden, du ja als Ausstehender erstmal gar nicht so richtig verstehst, oder? Ganz genau. Ich glaube, das ist ein grundlegender Unterschied, dass die Eucharistiefeier eigentlich die Feier der Gemeinschaft selber ist und derer, zumindest so von der Grundidee, die schon eine Entscheidung für Jesus getroffen haben und zur Gemeinschaft dazugehören. Ja. Die auszurüsten, die zu stärken durch Leib und Blut Christi, durch die Verkündigung des Wortes Gottes und weniger diesen evangelistischen Sinn hat. Ich finde es so bewundernswert jetzt bei euch, dass ihr da klar eine Entscheidung getroffen habt. Diese Form des Predigtgottesdienstes, die es ja auch schon sehr, sehr lange gibt, die es übrigens schon vor der Reformation gab, auch so eigene Predigtgottesdienste, ohne dass jetzt das mit Abendmahl oder Eucharistie kombiniert war, dass ihr das jetzt so umgeformt habt für Leute, die nicht zur Gemeinde dazugehören, die Jesus erst kennenlernen, also mit diesem evangelistischen Akzent. Ja. Das ist etwas, was der katholischen Kirche leider weitgehend fehlt. Ja? Durch diese Konzentration auf die Eucharistie, die natürlich auch diese lange Tradition hat, von Jesus her, von den frühen Gemeinden her, das Brotbrechen, ja, also was ja im Grunde eine Gemeindesache war. Und dann eben in den ersten Jahrhunderten so diese Form gefunden hat, die sich eigentlich durchgetragen hat bis heute. Ja? Ja. Aber das Problem natürlich heute ist, was damals so als Feier der Gemeinschaft, als Stärkung der Gemeinschaft gepasst hat, trifft jetzt auf eine ganz neue Situation, dass auch viele, die jetzt zur Messe gehen oder in die Messe kommen, eigentlich keine Entscheidung für Jesus getroffen haben, so richtig, sondern eben entweder eher mitgeschwommen sind oder mitgegangen sind, so Traditionschristen, also ich verurteile die nicht, also aber eher so Traditionschristen sind und so weiter. Und die eigentlich oft gar nicht so richtig verstehen, um was es da eigentlich geht und was da gefeiert wird. Weil jetzt für mich als katholischen Priester ist wirklich die Eucharistiefeier das Größte überhaupt, einfach die Gegenwart Jesu Christi unter Brot und Wein und in seinem Wort, Hochform überhaupt, ja, und so weiter. Aber ich frage mich manchmal auch, ist es für die Leute, für manche schon, aber ist es so für den Großteil der Leute wirklich auch die angemessene Form? Sodass ich jetzt mittlerweile, aber auch erst seit ein paar Jahren, auch evangelistischer Prediger und nicht erst seit wir Livestream machen, weil ich einfach weiß, dass meine Predigt dann auch Leute anhören, die jetzt nicht so super katholisch sozialisiert sind, sondern eher noch so auf der Suche sind. Das kriege ich jetzt immer wieder zu hören, sodass die Predigt jetzt eher nochmal so auf die Basics abzielt und ich ab und zu, aber auch nicht regelmäßig, ab und zu, wir nennen es nicht Altar Call oder sowas, aber ab und zu tatsächlich auch motiviere, ein Bekenntnis zu Jesus persönlich nochmal abzulegen. Ja. Ja. Der Thomas Tussing, wenn er das sich anschaut, weiß er, was es geht. Als wir in der Pandemie angefangen haben zu streamen, hat er immer gesagt, du musst öfters mal die Leute dann ermutigen, wenn sie jetzt zu Hause Lebensübergabe, sind. Lebensübergabe und so. Da habe ich es auch gemacht. Das war am Anfang, weil es für mich ein bisschen fremd. Ja, aber tatsächlich hat es an bestimmten Tagen hat es auch so seinen Ort, vor allem in der Osternacht, wo ja in der alten Kirche sind ja da vor allem da die Leute in die Kirche aufgenommen worden, da war immer die Taufen und so weiter, auch dann die erste Eucharistie. Und da ist immer auch vorgesehen für die ganze Gemeinde eine Tauferneuerung, also ein Taufgedächtnis, nur mit ein paar Tropfen Wasser, nicht als eine Neutaufe, aber nochmal mit einer bewussten Entscheidung für den dreifaltigen Gott. Aber das ist halt, wie gesagt, eher die Ausnahme. Ne? Und Eucharistie ist bei uns was Großes. Aber ich finde es sehr spannend und eigentlich auch gut, dass ihr das jetzt in Gemeinschaften verlagert habt oder in diese kleinen Hauskreise auch verlagert habt, weil ich den Eindruck habe, dass in der katholischen Kirche das eigentlich auch mehr praktiziert werden sollte. Ist ja auch beim Abendmahl so, dass ihr das größtenteils in kleinen Gruppen macht? Oder ja, da gibt es auch ganz unterschiedliche Formen. Also
Ich kann doch natürlich nicht für alle Kirchen sprechen. Genau, aber jetzt gibt's bei auch, euch in anderen ja, ist es so, genau, oder? Als BFP auch irgendwie so über 800 Kirchen in, ja, in klar, Deutschland. Ja, ja. Du musst jetzt auch nicht die ganze Zeit komplett als BFP-Pressesprecher ja, ja, hier ja sagen, genau. Kannst auch sagen, wie ist es bei euch jetzt. Also in den dass Kirchen, es natürlich jetzt nicht alles abdeckt, ist, ja, ist klar. In den Kirchen, denen ich war so, und auch in der ich aktuell bin, war es so, dass es ein Gottesdienst, meistens der erste Gottesdienst am Sonntag, ein Abendmahl-Gottesdienst ist. Mhm. Und die Schwierigkeit, die da drin besteht, ist, wenn man ausgerichtet ist auf Neue, dann tatsächlich mehr oder weniger kontrollieren zu müssen, okay, wer nimmt jetzt das Abendmahl mit? Oh, wow. Und man dann vor den Problemen steht, dass ihr auch wirklich schaut, okay, jemand, der jetzt ganz neu ist, ja, richtig, der sollte das Abendmahl eigentlich theologisch gesehen ja nicht mitnehmen. Genau. So, weil wenn er sein Leben nicht Jesus gegeben hat, hat genau. Er keinen Anteil an dieser Gemeinschaft. Er genau. Ist nicht im neuen Bund, wofür das ganz Abendmahl genau. Gemacht wurde. Ja. Und da ist dann unser Problem als Freikirchen, dass entweder jeden ersten Sonntag zu betonen, weil man erwartet ja tatsächlich, dass jeden Sonntag neue Menschen da sind. Das ist ja die ganze Ausrichtung und auch der ganze evangelistische Bereich bringt Menschen in die Kirche über Kleingruppen, die dann Leute mitbringen und so. Und da muss man dann schon schauen, dass entweder ein gutes Team ist von ein guter Moderator, der das gut anmoderiert, oder halt eben in den Kleingruppen und in den, durch die ansonstigen Kanäle das einfach gelehrt wird. Oder in unserem Fall jetzt zum Beispiel, dass man sagt, okay, lass uns Abendmahl einfach aussourcen sozusagen in die Kleingruppen hinein und die sollen das, wir pushen das, dass sie das immer in den Kleingruppen zusammennehmen, weil dort ist man viel näher an den Menschen dran, kann es viel besser erklären. Man braucht nicht auf einmal jemanden, der schon in der Schlange steht, sagen, oh, tu mal die Elemente wieder weg. Das geht nicht so und das macht es dann einfacher. Aber ich glaube, die meisten Kirchen machen es tatsächlich so, dass es ist den ersten Gottesdienst am Sonntag, dass es noch einen Abendmahlsonntag gibt. Ich habe von David Wilkerson gehört, dass Gott zu ihm gesagt hat, feier jede Woche Abendmahl in Times Square Church. Und das war so ein persönliches Sprechen zu David Wilkerson damals von Gott. Und ich dachte, okay, wow, da müssen auch viele neue Menschen gewesen sein. Warum und wieso? Ja. Aber deswegen, ich fand es auch interessant, dass du es gerade gesagt hast, so, dass es ja eigentlich theologisch so ist, hey, wenn du Jesus gar nicht als deinen Herrn und Erlöser angenommen hast, dann ist das Abendmahl ja eigentlich noch nicht für dich bestimmt. Richtig, und ich weiß noch, dass du bei Holy Presence vor, ich glaube, schon ein paar Wochen her, ja erzählt hast, dass es in der katholischen Kirche ja durchaus auch mal anders war. Also, dass es irgendwie eigentlich zwei fast schon Phasen gab in der Eucharistiefeier und ab einer gewissen Phase einfach gesagt wurde, ganz krass so... Die Türen, Jesus. Die Türen. Die Türen. Hat der Diakon gerufen, die Türen. Und alle, die nicht getauft waren, mussten die Kirche oder das Haus verlassen. Also und dann das war Eucharistiefeier. Das war der Predigtgottesdienst mit Lesung des Wortes Gottes auch und Predigt. Und dann hieß es die Türen, dann war freies Gebet der Gemeinde, dann der Friedenskuss. Und dann begann die Eucharistiefeier mit der Bereitung der Gaben und dem großen Gebet über Brot und Wein, Herabrufung des Heiligen Geistes und dann auch die Austeilung der Gaben in der Kommunion. Und ich finde, das verbindet uns ja zum Beispiel stärker als mich als katholischen Theologen, das verbindet mit vielen der evangelischen Kolleginnen und Kollegen, weil jetzt in den Landeskirchen, sag mal, ist es total üblich, alle sind eingeladen und es wird gar nicht gefragt, bist du getauft oder nicht oder Kinder und so. Also mittlerweile gibt es diesen Trend, den ich so wahrnehme, während zumindest katholisch auch noch ist, Moment, eigentlich musst du sogar Mitglied der katholischen Kirche sein, ja, also weil das tatsächlich das Zeichen dieser intensiven Gemeinschaft auch ist. Und dass jemand, der eben nicht katholisch ist, das ist auch eine Grenze, ja, der nicht katholisch ist, nur in Ausnahmefällen auch die Kommunion empfangen kann. Aber trotzdem auch dieses achten Moment, wer gehört dazu? Es ist das Zeichen der Kommunion, ja, der Gemeinschaft untereinander und nicht etwas Evangelistisches. Das heißt, die, da kriegen jetzt alle noch irgendetwas mit. Das ist also, hat schon etwas Heiliges auch für uns. Ja. Ja. Mein Unterschied auf jeden Fall wird sein, vermute ich jetzt mal, dass bei uns Eucharistie nicht ohne geweihten Priester geht. Ja, definitiv Unterschied, ja. Genau, und bei euch, ihr könnt das Abendmahl feiern, auch ohne einen ordinierten Pastor. Das kann auch sozusagen jeder ja feiern, so. Ja, ja, definitiv. Genau, das ist ganz klar ein Unterschied. Mhm. Ja. Wie ist das eigentlich so gewachsen? Also, dass es irgendwie klar war, das darf nur der Priester? Das ist jetzt vielleicht ein sehr kompliziertes Thema. Das ist einfach diese Deutung, einfach der frühen Kirche ja schon, dass sozusagen im Abendmahlsaal Jesus eine bestimmte Gruppe, nämlich die 12, damit autorisiert hat, das zu seinem Gedächtnis immer wieder zu tun und dass dann durch das biblische Zeichen der Handauflegung im Grunde diese Vollmacht weitergegeben wird von Generation zu Generation. Und darum ist es einfach sowohl katholisch wie orthodox ganz klar gebunden an diese Weihe in dieser, wie man sagt,
kennst du sicher, apostolische Sukzession heißt das katholisch, also die apostolische Nachfolge. Mhm. Diese Kette, in der ich mich als katholischer Priester bewege, eigentlich von den Aposteln bis jetzt. Mhm. Und mein Eindruck ist, dass eben gerade bei der Pfingstgemeinde es doch eher darauf ankommt, auf das Wirken des Heiligen Geistes hier und jetzt. Mhm. Und weniger auf diese... Wir haben das allgemeine Priestertum. Genau. Genau, wir glauben, dass jeder Christ befähigt ist zum König, Priester und Prophet. Mhm. Und somit jeder quasi diesen Mittler zwischen Gott und den Menschen einnimmt. Mhm. Und so jeder Familienvater, jede Jugendgruppe, wenn natürlich im neuen Bund glauben an das Erlösungswerk von Jesus Christus, kann das Abendmahl sofort mitgefeiert werden zusammen. Und bei uns ist das eigentlich beschrieben, also wir nennen es gemeinsames Priestertum, Priester, König und Prophet, glauben auch Katholiken, also dass alle im Grunde durch die Taufe Anteil haben an diesem gemeinsamen Priestertum, aber das ist trotzdem für die Feier der Sakramente, also vor allem der Eucharistie, auch bei der Taufe gibt es Ausnahmen, aber für die Feier der Eucharistie ist einfach diesen ordinierten Menschen einfach braucht, um diese horizontale Kette dann zu gewährleisten. Ne? Okay. Aber das ist ganz sicher ein Unterschied. Mhm. Ja? Ja, ich glaube, das ist bei uns, müsste ich jetzt selber auch nachdenken, nicht mal die Taufe ist daran gebunden, dass das ein Ordinierter oder ein Priester machen muss. Also ich glaube, die Eheschließung, nicht mal die Eheschließung. Es ist auch, meistens so. Ja, aber nicht mal die Eheschließung ist an einen Priester oder einen Pastor gebunden. Also wir haben ja keine Priester oder Pastoren gebunden. Wofür es halt die Ämter gibt, ne? Wir glauben ja an den fünffältigen Dienst, an die Ämter. Und das ist halt den Leib aufzubauen und die Ämter zu multiplizieren innerhalb der Gemeinschaft. Mhm. Was es braucht, um eine Gemeinde zu leiten, sind Älteste. Das zeigt das Neue Testament uns. Und deswegen, das ist so das, wo man sagt, okay, da braucht es ein spezielles Amt für diesen Dienst, braucht es eine Ältestenschaft. Und das müssen dann auch alle Pastoren sein? Nein. Nein. Müssen nicht ordinierte Pastoren sein. Ach so, okay. Nein. Also es könnte quasi eine Gemeinde bestehen, die von drei Ältesten geleitet wird. Es sollten aber drei sein. Das ist aber jeder Gemeinde mehr oder weniger in ihrer eigenen Satzung vorbehalten. Mhm. Es gibt eine Mustersatzung vom BFP. Mhm. Aber Gemeindeordnung, Gemeindesatzung schreibt das eigentlich so vor, dass eine Gemeinde rechtsfähig bzw. leitungsfähig ist, wenn sie drei Älteste hat. Mhm. Und in der Regel ist einer dieser drei Ältesten der leitende Älteste, der dann eben von seinem fünffältigen Dienst her meistens eher eine stärkere apostolische oder eine starke hirtliche Salbung hat, manchmal aber auch so eine Begabung hat, manchmal auch eher eine Lehrbegabung. Es ist ein Persönlichkeitsadvent von dem Charisma her, vom Charakter, wie Gott einen geschaffen hat. Mhm. Genau, also das ist so für uns schon wichtig, dass eine Kirche Älteste braucht. Egal, ob es eine kleine Hausgemeinde ist, eine Zellengemeinde ist oder so, da verstehen wir dieses neutestamentliche Gemeindeleitungsmodell von Ältestenschaft. Das ist wichtig. Aber jeder darf taufen in der Gemeinde. Mhm. Natürlich immer nach der Ordnung, wie die Ältesten die Gemeinde aufbauen und leiten. Wenn die Ältesten sagen, für uns ist das kein Problem. Wenn die Ältesten sagen, hey, wir würden eher taufen, dann kann man sich zusammensetzen und darüber reden. Das ist aber kein theologisches Basic für uns, wo man sagt, das muss so sein. Also jeder kann taufen, jeder kann mit jedem das Abendmahl feiern. Rein theoretisch könnte, das wird aber kaum gemacht, weil ich bin ja selber verheiratet und wenn du dich verheiraten lassen willst, dann möchtest du eigentlich jemanden, der gewohnt ist, da drin zu predigen, zu dienen, der das schon mal gemacht hat und der einfach auch dieses, dieses Amt eines Lehrers oder eines Hirten, eines Pastors hat, einfach weil es schön ist, dass es so jemand macht. Ja. So, weil natürlich, das ist ja alles von der Begabung des Heiligen Geistes her. Mhm. Und dann will man natürlich auch einen Begabten, einen vom Heiligen Geist erfüllten und bestätigten Menschen, der auch die Ehe segnet. Also wenn ich mir aussuchen dürfte, wer segnet meine Ehe, würde ich mir nämlich umgucken, wer ist der Gesalbteste von allen. Wenn ich mich jetzt frage, meine Ordination, das sind so meine Fragen jetzt, meine Ordination nächstes Jahr, wer soll mich ordinieren? Wir haben ein BFP-Präsidium und einen Vorstand, daraus darf ich mir einen aussuchen. Oh, wen nehme ich? So, ne? Soll schon der von meiner Persönlichkeit oder vielleicht auch schon in mein Leben hineingewirkt hat durch irgendwas. Mhm. Also soll es jemand sein, wo ich einfach die Hand des Heiligen Geistes und vielleicht eine Verbindung sehe auch und so. Ne? Mhm. Und so sucht man sich dann in der Regel auch einen Pastor aus. Für die. Genau. Auf wem ruht der Heilige Geist? Ja. Wem hat der Heilige Geist diese besondere Begabung gegeben? Genau. Und das finde ich eigentlich auch ein geniales Prinzip. Auch dieses neutestamentliche, die Ältesten, das sind die Presbyteroi. Ja? Genau. Das Wort Priester stammt ja eigentlich auch von den Presbyteroi. Es hat sich jetzt katholisch ein bisschen anders entwickelt. Mhm. Aber die Grundidee dahinter, oder der Ursprung ist eigentlich der gleiche. Nur in verschiedene Richtungen hat die Geschichte im Grunde die katholische Kirche oder jetzt auch die Pfingstgemeinden geführt. Was ich genial finde, vielleicht solltest du das nochmal sagen, weil wir haben ja auch katholische
Zuschauerinnen und Zuschauer und so. Dieser fünffältige Dienst, das ist etwas, was katholisch ziemlich unterbelichtet ist, ja. Vom Epheserbrief her. Nenn die einfach nochmal diese fünf Dienste, also die es da gibt. Nach Epheser 4,11, ich hoffe, ich kriege es in der richtigen Reihenfolge zusammen, sind Apostel, Propheten, Hirten, Lehrer und Evangelisten. Genau, ja. Und es gibt da super, nach ihrer Amtsbegabung auch, wer macht was, ne? Der Apostel, der ist irgendwie für alle. Und dann gibt es den Propheten, der auf Gott zeigt. Und hier ist es viel für Gemeinde. Genau, und dann der Lehrer. Und dann, ich weiß nicht genau, wie das so weitergeht mit den Fingerzeichen. Aber auf jeden Fall ist das so unser Verständnis von, okay, was sind Amtsbegabungen? Und eigentlich im Bestfall ist jede Gemeindeleitung, Gemeindeleitungsteam, sind diese Gaben vertreten und können sich in der Gemeinde multiplizieren. Das heißt, ein Ältester kann zum Beispiel ein starkes evangelistisches Amt haben und das Amt besteht dann darin, nicht zu evangelisieren, sondern Evangelisten wieder heranzuziehen. Also zuzurüsten, die Gemeinde zuzurüsten zur Vollkommenheit, wie Paulus das so schreibt. Genau, da wird jetzt auch nicht so viel Wert drauf gelegt, also so fokussiert, dass man sagt, okay, das ist unser Prophet. Das wird ja in afrikanischen pfingstlichen Kreisen sehr viel gemacht. Das ist der Prophet, das ist der Bischof, ist meistens so ein Overseer über viele Gemeinden, der meistens so ein Apostelamt auch hat. Und dann sind da Leute, die nennen sich Apostel, Lehrer oder Teacher so und so, Apostel so und so. Das macht die BFP-Kirche bewusst nicht, weil es nicht um den Titel geht, sondern um die Dienerschaft dahinter. Ich habe auch gesehen, dass es da schon manchmal echt in Extreme gegangen ist. Da war es, jetzt kommt der große Prophet. Genau, wir sind ja dienende Leiterschaft und wir dienen und wir brauchen da nicht so einen Titel davor. Mhm. Ich will damit das gar nicht schlecht reden, was die afrikanische Kirche viel macht. Aber ist auch sicherlich nicht, also kannst du ja nicht immer alle über einen Kamm scheren. Gell? Ich glaube, es gibt immer Sachen, wenn es überbetont wird, kann es irgendwann gefährlich werden. Es hat auch viel mit Kultur zu tun. Ja, also die afrikanische Kultur ist ja sehr stark da drin, auch ihre Eltern zu ehren und sehr hoch zu heben. Und so haben die das dann auch mit dem Leitungsverständnis, ihre Pastoren, die haben ein ganz hohes Ehrgefühl vor ihnen. Und das ist einfach von der Kultur her auch so. Und wo wir von dem Individualismus bei uns her wieder bisschen was auch lernen dürfen, ne? Älteste und Leiter auch wieder richtig zu ehren, Ehrfurcht zu haben auch. Genau, aber so weit würden wir jetzt nicht gehen. Ich kenne keinen BFP-Pastor, der irgendeinen Titel vor seinem Namen noch hat, außer Pastor. Und Pastor kann halt eben alles sein. Ein Pastor kann ein Lehrer sein, mit einem starken Lehramt, mit einem prophetischen Amt, mit einem apostolischen Amt, Evangelistenamt. Das ist eigentlich mehr als Pastor, ist so, ich bin durch eine Ausbildung gegangen, bin ordiniert. Und das besagt dann mehr so das Wort Pastor, wobei man es meistens eher mit dem Begriff des Hirtens verbindet. Ein Pastor ist meistens eher verbunden mit dem Begriff des Hirtens, weil er halt stark zu dem Gemeindeleiter wird. Es ist stark so gewachsen. 3 Älteste, 2 Älteste plus den Pastor, er ist dann der Leitende, der Gemeindeleitende. Das ist in baptistischen freien Gemeinden wieder anders. Da haben die mehr auf einer Ebene, auch auf dem mennonitischen und so. Da gibt es meistens gar keinen Pastor, da wird auch keiner angestellt, habe ich jetzt letztens erst wieder gehört. Anstellung ist was ganz Fremdes für die. Und das ist bei uns halt klar eigentlich, der Pastor soll von der Gemeinde getragen werden, soll von den Spenden der Gemeinde getragen werden. Also ich finde es mit einem fünffältigen Dienst sehr, sehr inspirierend, auch für mich als katholischen Priester, weil ich da lange nicht drüber nachgedacht habe. Ich wusste, dass es das gibt, ne? Aber ich habe das überhaupt gar nicht anwenden können auf meine Situation oder auf meine Gemeinde, für die ich verantwortlich bin. Und seit ich jetzt zum Beispiel bei der Gemeinschaft Chiara bin oder verschiedene charismatische Gemeinschaften kenne, werde ich da viel aufmerksamer. Ja? Ich bin nicht der allein für alles Verantwortliche, sondern ich glaube, von meiner Begabung bin ich eher der Hirte und der Lehrer. So. Ich glaube, dass ich nicht der Evangelist bin, auch nicht der Prophet. Aber es gibt bei Chiara gibt es Evangelisten oder es gibt prophetische Typen, ja, oder eine gute Freundin von mir, die hat voll das Prophetinnenherz, ja. Und wie können die auch mehr Platz bekommen in der katholischen Kirche? Das ist auch für mich eine Frage, die sich jetzt auch durch die Begegnung mit jetzt so einer Pfingstgemeinde für mich stellt. Und wo ich auch glaube, dass uns das total gut tut. Ja? Aber was du so erzählt hast, übrigens bei Trauung ist auch nicht unbedingt ein Priester notwendig. Selbst Taufe ist auch nicht unbedingt ein Priester notwendig oder ein Diakon, nur für die Eucharistie und für die Beichte. Auch für die Lossprechung im Namen Gottes und der Kirche, auch dafür ist ein Priester notwendig. Gibt es das eigentlich so? Also so man bekennt sich schon vielleicht Sünden, aber man wird es ja nicht Beichte nennen auf jeden Fall. Das würde mich aber auch interessieren. Ja, also wir nutzen hier und da schon mal das Wort Beichte. Es ist halt einfach mehr so von unserem
modernen Ansatz her. Man versucht ja sogar das Wort Sünde eher zu umschreiben, weil man Sünde heutzutage eigentlich mehr so kennt von Schokolade. Ne? Und es ist gut zu sündigen mal so. Echt? Schokolade. Ja, wie Versuchung. Die Duplo-Werbung so. Früher und so. Sündige. Okay, da wurde ich also nicht, ich habe nicht so viel Werbung gesehen anscheinend. Und wir versuchen halt, ich versünde noch negativ. Für uns, so als ist quasi die Schwerpunkt ist ja ist die Sprache so im Gottesdienst. Welche Sprache spreche ich, dass die Leute uns verstehen. Das heißt, klar, schwere wenn du Beichte Wörter, sagst, ist dann auch... Genau, wie das Lamm Gottes oder so. Ne? Das muss sehr erklärt werden dann, dass die Leute es verstehen, die quasi mit dem Glauben wenig zu tun haben. Und Beichte in dem Sinne... würden wir eher so packen in ein Seelsorgegespräch. Das ist so Seelsorgegespräche. Oder natürlich beim Altar Call, also beim Bekehrungsaufruf. Hey, komm nach vorne und dann kommen die Leute nach vorne. Sie können vor Gott, früher war das so ja richtig so Altar, hier ist der Altarbereich, da war da vielleicht manchmal sogar eine Bank oder Stufen. Pfingstgemeinden, so gerade amerikanische, haben Stufen gehabt. Und dann wurde sich auf die Stufen vor das Kreuz gekniet und dann wurde nicht in eine Person, sondern Jesus die Sünden quasi, die einem bewusst waren, gesagt, bekannt. Und dann hat man halt eben um Vergebung gebeten. Und das war dann so dieser Prozess. Und wir machen das schon ganz oft, weil es auch für uns nach dem Jakobusbrief so ist, dass wir dazu aufgerufen werden, nicht nur Gott, sondern auch einander die Sünden zu bekennen, weil darin Heilung ist, heißt es ja in dem Vers. Jakobus. Und genau, und das ist für uns dann auch wichtig, ist mal zu sagen, hey, wenn du jetzt nach vorne kommst und hier ist das Ministry-Team, hier ist das Beta-Team, geh zu ihnen und mach das fest wirklich. Und dann kannst du deine Sünde da auch bekennen. Genau, bekenn das da vor der geistlichen Welt, auch mach es fest in dem Sinne, das heißt ein ganz oft benutzter Ausdruck ist, mach es fest, dass du das bekennst und dass du dich davon umkehrst, mach es bei jemandem fest. Weil oft, wir kennen das in unserem Glaubensleben, wenn wir etwas selber, eine Erkenntnis über das bekommen, boah krass, das ist richtig mies, was ich da tue, mache ich nicht mehr, dann ist die Chance, es wieder zu tun, viel größer, als wenn ich sage, ey Patrick, da haben wir richtig Mist gebaut, ich will das nicht mehr machen. Das ist mehr so ein, jetzt habe ich es offenbar gemacht, ich habe es ans Licht gebracht. Und dann, das ist so unser steht Ansatz. Es steht einfach so eine Verantwortlichkeit dadurch. Ja, genau. Und vor allen Dingen hat es man auch richtig, man hat es bekannt. Wir glauben sehr stark an die Macht der Worte auch so. Ne? Man hat es bekannt, die, in die Welt hineingesprochen. Und es kreiert unsere Welt ja auch, das, was wir auch, sagen. Auch das verbindet uns. Ja. Oder auch mit so einem Mann wie Dietrich Bonhoeffer, der gesagt hat, dass die Beichte oder das Bekenntnis vor einem Bruder oder einer Schwester, dass das der Durchbruch ist in die Wahrheit. Vorher kann ich mir was vormachen. So, ich mache es mit dem lieben Gott aus, aber ehrlich mache ich es nicht. Ja. In der Tat, Aber ich breche durch zur Wahrheit, wenn ich sage, okay, ich habe Mist gebaut. Ja. Genau. Und was ich jetzt als Priester noch mache, ich meine, sowas gibt es natürlich bei uns auch, dieses Bekenntnis voreinander, die Bitte um Vergebung. Aber was ich als Priester sozusagen in der Beichte mache, das ist eigentlich eines der wichtigsten Aufgaben, die ich überhaupt habe, ist nochmal im Namen Gottes und der Kirche zu sagen, okay, deine Sünden sind dir vergeben, auch gewissermaßen. Aber das würden wir auch machen. Ja, genau. Das würden wir auch machen. Das ist halt einem Priester nicht vorbehalten oder einem Pastor bei uns, sondern wir würden sagen, okay, jeder, der da vorne im Gebetsteam steht, auch einfach in jeder Kleingruppe dürfen wir zusprechen, deine Sünden sind dir vergeben. Aber ich finde es wichtig, dass das Thema ist, egal wie du es nennst, weil die Leute so viel mit sich rumschleppen und so dankbar sind. Ja. Ja. Heute Mittag habe ich wieder eine Stunde Beichte gehört, Da war eine Person, die war 50 Jahre nicht. 50 Jahre. Und hatte ihr ganzes Leben nochmal vor Gott ausgebreitet. Das ist so berührend, so etwas zu erleben. Ja. Und dann auch sagen zu können, okay, unser Gott ist ein gnädiger und ein barmherziger Gott und fang neu an. Ja. Das ist einfach genial. Ja, richtig. Hatte auch gestern erst so ein Gespräch. Ja. Da wir nicht mehr so viel Zeit haben, ich würde gerne noch auf ein Thema zu sprechen kommen, weil das für mich somit das Interessanteste ist. Oder dein das Herzensthema? Mein Herzensthema. Naja, aber ich denke, das ist so ein Punkt, wo oft drüber diskutiert wird, aber wo auch irgendwie, habe ich das Gefühl, immer sehr viel Halbwissen irgendwie ist. Und das ist so dieses Thema Heilige. Wir haben ja selber auch schon viel drüber diskutiert und es war für mich auch immer so eine Sache, die ich sehr, sehr vorsichtig betrachtet habe. Und wir hatten ja neulich, glaube ich, das Thema auch so von dieser Definition, so was bedeutet das denn jetzt, wenn ich jemanden verehre? Weil das für mich ein sehr krasses Wort war. Und ja, ich weiß gar nicht, was das für eine Rolle bei euch spielt. Wahrscheinlich sehr, sehr wenig. Oder was du bisher schon davon gehört hattest oder so. Er will jetzt, dass wir uns endlich streiten. Ja, genau. Das ist halt auch der Punkt, glaube ich, der tatsächlich weiterführend ja auch zum Marienkult, ne, der wahrscheinlich die größte Mauer, ne, die größte Mauer zwischen uns stellt, wo man sagen würde, oder wo wir sagen würden, Heiligenverehrung sehen wir in der Heiligen Schrift nicht, eher im Gegenteil sogar, dass das für uns eine Sache ist, die wir gar nicht tun sollen und nicht tun dürfen.
Und so wird es bei uns im freikirchlichen Glauben gelehrt. Weil die Gefahr ist, dass Gott nicht mehr die Anbetung bekommt, die ihm gebührt, wenn da andere... Ja, einerseits ja. Also einerseits glauben wir, einfach um es mal auf den Punkt zu bringen, einerseits glauben wir, dass jeder Mittler, der zwischen Christus oder Gott auch immer gestellt wird, von Christus ablenkt. Zweitens, dass Christus der einzige Mittler zwischen Gott und den Menschen ist und wir niemand anderen dafür anrufen brauchen. Und drittens, da kommt dann nochmal dieser geistliche Aspekt hinzu, weswegen auch viel, ich sag mal, einfach Schlechtes aus der Pfingstkirche über die katholische Kirche gesprochen wird, dass man sogar sagt, okay, wenn ich da jetzt, es ist ja quasi eine Totenverehrung. Die Menschen, das sind ja Menschen, die sind gestorben, auch Maria, das sind ja Menschen, die sind gestorben. Und das für uns das Zeugnis der Schrift ist, wir dürfen nicht mit Toten sprechen, wir dürfen sie nicht ansprechen, wir dürfen sie nicht anrufen. Und wir uns eher dafür für andere Geister öffnen würden, die dann zu uns zurückreden würden, weil wir wissen, die Toten reden nicht mit uns und wir sollen nicht mit ihnen reden. Also was kann dabei hervorkommen? Und deswegen, das sind so die Punkte, wo wir sagen würden, deswegen machen wir das nicht, ohne jetzt Bibelstellen dafür jetzt nennen zu wollen, aber so einfach mal ganz grob erklärt. Ja, ja. So. Genau, ja. Das sind so unsere Punkte, warum wir das ablehnen, sage ich jetzt mal. Das Hauptargument, was ich immer von katholischer Seite so als erstes höre, ist natürlich, ja, wenn du jemanden auf der Erde fragst, kannst du für mich beten, dann ist der ja auch irgendwie so ein bisschen so ein Mittler dann auf einmal, weil warum sollte ich jemanden für mich beten lassen, wenn ich auch direkt zu Jesus beten kann, so, sozusagen. Richtig, aber, das habe ich zumindest schon häufig gehört. Genau, die Frage ist schon, gibt es ein himmlisches Gebetsteam? Also Gebetsteams, bin ich dankbar dafür, wenn Leute mit mir zusammen beten. Das Blut Jesu, glaube ich. Würden wir glauben als Pfingstler. Da bin ich auch voll überzeugt. Das Blut Jesu tritt für uns ein. Absolut. Glaube ich, an einer Stelle. Er ist genau. Der, und da stimme ich dir auch voll zu. Er ist der einzige Mittler zwischen Gott und den Menschen. Aber was ich nicht glaube, auch gestützt auf die Schrift, ist, dass Maria und andere, dass die tot sind. Weil unser Gott ein Gott der Lebenden ist und nicht der Toten, wie Jesus ja mal sagt. Als es darum mit wie vielen Männern war die Frau verheiratet, ja. Und da sagt ja Jesus klar, Gott hat sich offenbart dem Mose als Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs. Und er ist nicht ein Gott der Toten, sondern der Lebenden. Und das beziehe ich als Katholik auch auf die Heiligen, die im Grunde ein gerechtes Leben geführt haben und die jetzt bei Gott sind und bei Gott lebendig sind. Also deswegen würde ich das für mich nie so sehen. Also für mich ist Maria tatsächlich nicht im Mittelpunkt, überhaupt nicht. Mhm. Übrigens ist auch kein Katholik verpflichtet, irgendwie Maria oder andere Heilige in Anspruch zu nehmen. Mhm. So wie auch kein Katholik verpflichtet ist, irgendwelche Gebetsteams, auch kein Christ, der irgendwelche Gebetsteams notwendigerweise braucht, sondern ich habe freien Zugang zum Throne Gottes. Also da glaube ich, da sind wir uns einig. Aber es tut einfach gut zu wissen, da sind Leute, also mir tut es gut zu wissen, es sind Leute, die haben es schon geschafft, weil davon bin ich überzeugt, die haben es schon geschafft und die sind an meiner Seite und bringen mich zu Gott und ich kann mich einfach drauf verlassen, ja? Weil sie den Weg schon vorausgegangen sind. Aber es ist keine, auch für einen katholischen Christen ist es keine Notwendigkeit. Und was Verehrung betrifft, finde ich immer schön, was Maria gesagt hat in ihrem großen Gesang in Lukas 1, so selig preisen mich alle Geschlechter, sagt dieses einfache Mädchen aus Nazareth, das ist wie für mich ein prophetisches Wort, ja, nicht weil sie so toll ist, sondern weil sie sich so Gott zur Verfügung gestellt hat. Und ich glaube, ich weiß nicht, wie du das siehst, aber mir tut es einfach gut, auch zu wissen, Leute sind den Weg mit Gott konsequent gegangen und normale Menschen schaffen das. Ja. Ja. Also ich meine, in Vorbildhaftigkeit, glaube da haben wir nicht die großen Probleme. Das hat dann viel Vorbildfunktion. Nee, genau. Ich glaube, das ist ja eigentlich erstmal relativ unbekannt. Wie ein Apostel Paulus, Petrus, wie alle die Glaubensvorbilder, die auch im Hebräer genannt werden, natürlich nehmen wir uns ihr Leben und ihr Werke zum Vorbild, dem wollen wir nacheifern. Das betrifft mehr so den physischen Tod, den ich angesprochen habe. Ne? Mhm. Die Menschen sind physisch tot. Und natürlich, jede Seele ist ewig so. Das würde ich gar nicht bestreiten. Trotzdem sehen wir halt einfach nicht so diesen Anspruch, dass wir angewiesen sind darauf. Mhm. Und dass der Heilige Geist in uns, Christus in uns, total ausreichend ist als Gebetsteam sozusagen. Mhm.
Aber auch da würde ich nicht widersprechen. Ja. Es ist ausreichend. Das andere, es tut, also es tut gut, einfach das in Anspruch zu nehmen. Und ich kann auch echt sagen, dass ich, also weil ich es auch Einbildung, ja, dass ich tatsächlich diese Unterstützung auch spüre. Ja, zu sagen, das wäre natürlich die nächste kritische Frage wieder für einen Pfingstler wäre. Ja. Okay, vielleicht das mal so stehen lassen, aber was ist, wenn Kommunikation stattfindet? So, okay, ich habe jetzt mit dem Schutzheiligen oder ich habe jetzt mit dem heiligen Petrus gesprochen, er war in meinem Zimmer. Da würden wir sagen, das ist definitiv unmöglich. Genau, dass du was zurückbekommst. Es war wahrscheinlich eher ein Dämon, würden wir sagen, als, also ganz mal platt ausgedrückt, weil wir das aus der Schrift nicht sehen. Dass, wenn, dann ist es entweder ein Engel, der dir erscheinen kann, der mit dir reden kann. Es ist der Heilige Geist, Jesus selbst. Oder es kann vielleicht ein Traum gewesen sein, wo dir jemand erscheint, der natürlich schon tot ist. Aber es wird jetzt niemals direkt diese Person sein. Wo Kommunikation stattfindet, finden wir es dann sehr schwierig. Weil wir eigentlich, Gott und Christus und der Heilige Geist, sie reden zu uns. Und nichts anderes darf und soll zu uns reden. Und ich weiß ja gar nicht, wie es ist, weil ich es einfach nicht kenne. Ich bin nicht nie in diesem Metier evangelische, katholische Kirche unterwegs gewesen. Also bei mir ist es so, ich rede auch vor allem mit Jesus. Ich spreche den Vater an. Ich bitte Maria oder andere Heiligen, zum Beispiel meinen Patron, oder es gibt auch bestimmte Heilige, die ich sehr verehre. Ich sage, betet mit mir, ja, und aktiviere die sozusagen und spüre dann tatsächlich auch so etwas wie eine Präsenz, wie eine geistige Präsenz in meiner Nähe. Ich sehe da niemanden und die sprechen auch nicht zu mir. Also tatsächlich, wenn jemand zu mir spricht, also oder wenn ich in meinem Innern Worte höre, dann ist mein Eindruck, dass die von Jesus sind, ja, oder etwas sich in mir bildet, wo ich sage, okay, der Heilige Geist offenbart mir jetzt etwas. Das ist nicht Maria, das ist nicht der heilige Josef, das ist nicht Petrus oder Paulus oder der heilige Volker, ja. Und trotzdem spüre ich ihre, den gibt's, ja. Und wirklich, ja, norddeutscher. Ist aber nicht du. Bist du noch nicht. Ja, Paulus würde zu mir sagen, heiliger Volker. Da würde ich rot werden, aber der würde auch heiliger Jan sagen oder heiliger Patrick. Schon. Er spricht in der Bibel ja immer die Heiligen an. Ja. So ist es ja, die Heiligen. Und genau. Aber ich spüre eine Form von Präsenz. Also ein Gebetsteam um mich herum. Ja. Das ist tatsächlich. Und ich glaube auch, dass das etwas ist, was durch den Heiligen Geist kommt. Dieses Gefühl, ich bin sozusagen eingebunden in eine große Gebetsgemeinschaft, die eben nicht nur besteht aus den Gebetsteams, so die ich spüren kann, sondern es gibt ein unsichtbares Gebetsteam um mich herum. Ja. Oder vor mir oder über mir oder keine Ahnung. Also so wie eine Offenbarung, wie auch der Seher plötzlich da die 144.000 da sieht und so. Ja. Das ist ja auch eine Form von Präsenz. Ich meine, aber die sind ganz klar ausgerichtet auf den Herrn. Das ist jetzt nicht so, dass die sich jetzt zwischen Gott und mich stellen. Also dann würden sie ihre Sendung verfehlen. Ja. Ja. Okay, ist für mich ganz neu, das so zu sehen und zu hören. Irgendwie schwierig für mich so. Mir würde dazu einfallen, okay, diese Wolke von Zeugen, die wir aus Hebräer hören. Womit ich meine Probleme hätte, wäre tatsächlich mit diesem Wort anrufen, weil das wohl kenne ich nicht. So, das ist für mich jetzt neu. Aber auch diese Sicht, die du darauf hast, die ist mir neu. Also das habe ich auch noch nicht so gehört. Für mich war das typische Heiligenverehrung war, ich knie mich vor eine Statue eines Heiligen nieder und gebe ihm quasi die Verehrung und die Anbetung, die eigentlich Gott gehört. Und das natürlich in seiner höchsten Ausform für Maria. Und das ist natürlich auch eine beschränkte Sicht, weil ich war nie dabei, wenn zum Beispiel du betest. Ja. Ne? Und vielleicht auch viele Vorurteile oder so, die damit reinkommen, natürlich. Also das war komplett neu für mich, wie du das siehst. Würde jetzt nicht sagen, dass ich das dem zustimmen könnte. Ist trotzdem schwierig für mich. Wäre aber jetzt zum Beispiel was, wo ich von meinem Sucher und meinem neugierigen Herzen sagen würde, okay, lass mich mal nachforschen in der Schrift. Könnte das sein, dass es so sein kann? Also ich verstehe diesen Punkt Verehrung, weil das ist auch ein Begriff, mit dem ich meine Probleme habe, über das wir ja auch schon geredet hatten, weil ich einfach finde, es klingt sehr krass zu sagen, ich verehre jemanden, wo ich immer denke, eigentlich irgendwie denke ich immer, Jesus soll der Einzige sein, den ich verehre und den ich anbete vor allen Dingen. Aber auf der anderen Seite hatten wir ja vorher sogar dieses Thema, wo du auch gesagt hast, diese Kultur der Ehre, dass wir unsere Leiter ehren, ist ja etwas Gutes. Aber du würdest halt jetzt nicht sagen, du verehrst. Also irgendwie ist es schon allein, wenn du ein Fair davor hältst, finde ich es krass. Wenn du sagst, ich verehre meinen Leiter, dann würde ich schon so sagen. Ich hätte sogar fast Probleme damit zu sagen, ich verehre meine Frau. So. Genau. Aus der Welt, aus dem weltlichen Gedanken her einfach so, ja, ich verehre meine Frau, ich hebe sie hoch und so. Aber sobald ich das irgendwie, und was man ja gar nicht trennen kann, ne, weil unser Leben ist Jesus,
denke ich so, nein, er sollte der Einzige sein. So würde genau. Aber auf der anderen Seite ist es jetzt, wenn ich sage, ich gebe ihr die Ehre, dann ist es irgendwie ja, hat es irgendwie einen ganz anderen Klang und dann ist es ja auch was Positives. Vielleicht ist das Füllen des Wortes. Ja, ja, genau. Weil das merke ich bei das mir Wording immer so, dass das Wording da eine große Rolle spielt. Weil für mich klingt dieses Anbeten ist was ich so schwierig finde, wo ich sage, okay, wenn ich jetzt zu der Person bete und ich teile ihr so meine Gebetsanliegen mit oder ich kann sie auch als Vorbild nehmen, weil es ist ja für mich meiner Meinung nach jetzt auch nicht ungesund, wenn ich mir dich in manchen Punkten als Vorbild nehme so oder dich als Vorbild nehme oder so. Aber wenn ich anfange zu sagen, das euch, in ich ja, 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 ihr seid beide Vorbilder für mich tatsächlich. Oh. Aber wenn ich jetzt sagen würde, ich verehre dich oder ich verehre dich, dann denke ich so. Würde ich auch sagen. Genau. Ja, no aber, way. Aber das ist das Ding. Ablehnen, aber das ist das Ding. Deswegen finde ich es auch schwierig zu sagen, ich verehre einen Heiligen. Mhm. Weißt du? Ja. Wenn ich sage, ich gebe dem die Ehre oder so. Oder ich aber da kann ich gut so, weißt mit. Du? Verstehst du, was ich meine? Ja, aber da kann ich sehr, sehr gut mit. Ja. Also ich bestehe nicht auf diesem Wort verehren. Überhaupt nicht. Ich glaube, da ist aber genau der Punkt, wo halt dann viel Missverständnis, glaube ich, auch wirklich in der katholischen Kirche gibt, wo es vielleicht wo du ja auch oft gesagt hast, vom Dogma oder von der Lehre, ist es eigentlich klar. Ist eigentlich klar. Aber von dem, wie es ausgelebt wird, resultiert es dann oft dazu, dass es in der Überbetonung führt und dann gefährlich wird. Und ich glaube, das ist auch zum Beispiel dieser kritische Punkt, den ich sehr gut nachvollziehen kann, ist dieses ganze Thema, wenn eine Antwort zurückkommt, dann wäre ich irgendwie sehr vorsichtig, wo ich so denke, also ist eine Sache irgendwie, diesem Heiligen meine Gebetsanliegen mitzuteilen, aber es ist eine ganz andere, wenn ich auf einmal was zurückbekomme und die mir was sagt, weil ich dann so denke, naja, eigentlich diese zweiseitige Kommunikation, die habe ich auch eigentlich, würde ich jetzt sagen, nur mit dem Heiligen Geist und mit Jesus. Aber das hat er ja auch gesagt, dass er eigentlich die nur anruft mit dem Wort, das ist schon wieder meine Schwierigkeit. Ja. Weil die Bibel, dieses typische Schlachter 2000, rufe mich an. Rufe und wenn mich an, genau. Also immer so auf Jesus und auf Gott und so. Ja, genau. Aber du hast ein ganz anderes Verständnis von diesem Wort wahrscheinlich. Und das habe ich jetzt schon so verstanden, dass du sagst, hey, ich spreche eigentlich sie nicht an, sondern ich nehme sie mit. Mit mir zusammen. Ich weiß nicht, ob das wäre vielleicht dann echt nochmal die Frage, die vielleicht Patrick jetzt auch gerade hat. So, gehst du zu einem Heiligen und sagst, hey, so und so, wie du mit Jesus auch reden würdest, hey, und erwartest auch eine Antwort oder tauscht dich aus oder so. Das ist mehr so das Thema, glaube ich, was es dann sehr schwierig macht. Ja, ich verstehe. Also ich kann da nur jetzt von mir reden. Ne? Mhm. Ich bete natürlich diese ganz traditionellen Gebete auch zu den Heiligen, zu Maria. Biblisch, gegrüßet seist du Maria, voll der Gnade, der Herr ist mit dir, was der Engel sagt, was Elisabeth sagt, das bete ich mit. Okay. Ja, also das ist ja dieses bekannteste Mariengebet. Und dann heißt es ja, heilige Maria, bitte für uns Sünder, bitte für uns. Und das ist genau die Form, bitte für uns. Das heißt, beten, eigentlich finde ich schöner, beten mit uns. Unterstützen, weil ich weiß, mein Gebet ist oft so schwach. Ja. Und du bist eine mächtige Fürbitterin, Johannes 2, Hochzeit zu Kana. Ja. Du kannst Dinge echt gut einschienen und du bist auch die, wenn Maria eine Sache sagen würde zu mir, also sie hat zu mir noch nicht gesprochen, ne, aber wenn sie eine Sache sagen würde, glaube ich, würde sie den Satz sagen, was Jesus euch sagt, das tut. Weil das ist ihre Aufgabe. Was Jesus euch sagt, das tut. Also es ist schon nochmal interessant, dieses Verständnis, was dahinter steht, korrigiere mich, wenn ich falsch liege, das quasi ganz einfach mal aufgemalt, bildlich gesprochen, dass Gott, Jesus, der Heilige Geist im Himmel sind und quasi dabei sind auch diese Heiligen. Und das Verständnis kriegen wir, also kriege ich aus der Schrift von meiner Sicht auf die Schrift nicht, weil für mich sind alle Heiligen, die alle Menschen, die tot sind, die Heiligen werden aufbewahrt unter dem Thron Gottes und sind jetzt, das Einzige, was sich gerade im Himmel abspielt, ist eben die Cherubim direkt um Jesus, um den Thron und dann eben die Ältesten, die da sind, wovon wir gar nicht so, also zumindest aus meinem Verständnis, gar nicht so richtig wissen, wer ist das, die 24 Ältesten und wer ist das überhaupt, aber auch sie sind total ausgerichtet auf Jesus und hören gar nicht, was wir sagen und darunter sieht man dann die ganze Schar der Erretteten, was für ein Bild ist das und so und für mich ist eher so, ist jemand gerade jetzt überhaupt im Himmel? Nein. So. Für mich wäre die Frage, nein. Weil sie sind aufbewahrt und werden erst in der Wiederkunft Jesu wirklich auferweckt. So. Das ist natürlich nochmal ein ganz anderes Thema von der Eschatologie, von dem Wiederkommen und wie sich das genau alles abspielt. Eigentlich glauben wir nicht daran, dass jetzt jemand gerade bei Jesus ist, den ich auch genauso ansprechen könnte wie Jesus, sondern sie sind aufbewahrt. Natürlich außerhalb von Raum und Zeit. Das bedeutet, für sie ist es vielleicht ein Augenzwinkern. Für uns ist noch Zeit, die läuft. Aber so nach diesem Vers halt aufbewahrt im Thron, unter dem Thron Gottes, so im Schoße Abrahams oder wie es auch manchmal genannt wird. So. Genau, das ist eine Theorie, die katholische Kirche so nicht teilt, sondern der Himmel ist noch unvollendet, tatsächlich. Der Himmel wartet noch, also es gibt von den Kirchenvätern, bei Origenes gibt es eine wunderbare Predigt, ja.
über den warteten Himmel, ja, dass die im Grunde sehnsüchtig darauf warten, dass wir nachkommen, ja, und deswegen auch sozusagen mitbibbern und mitzittern und so. Kann man sagen, das ist jetzt auch nicht biblisch in dem Sinn, aber die Frage ist tatsächlich, wie du aus der Offenbarung oder wie du diese Wolke von Zeugen interpretierst, wie du aus der Offenbarung die 144.000 als symbolische Zahl interpretierst. Ja. Wer ist das? Sind das die aus dem alten Bund, die Jesus mitgenommen hat, sozusagen in seiner Abstieg in das Reich des Todes? Sind es die oder sind es, das würde jetzt ich als Katholik eher sagen, sind es die schon, die Zahl wissen wir nicht genau, ja, sind die es, die schon in der Vollendung sind? Ja? Okay. Und die deswegen schon in der Herrlichkeit Gottes sind. Okay, ja, ich verstehe. Aber im Grunde immer noch, weil sie eben Menschen sind, natürlich nicht als Teil der Menschheitsfamilie immer noch darauf warten, dass wirklich der neue Himmel und die neue Erde dann auch kommt. Ja? Also es ist keine absolute Vollendung. Ja. Aber da, das wäre echt mal interessant, da nochmal über die eschatologischen Vorstellungen ins Gespräch zu kommen. Ich weiß nicht mal, was eschatologisch ist. Das die Lehre von der Endzeit. Ende der so hätten die es auch formulieren können, dann wird es auch jeder verstehen. Ja. Die Eschata sind die letzten Dinge. Also was kommt am Schluss? Ist es griechisch oder ist es... Aber wir sind ja eigentlich schon drin. Also wir sind ja schon drin. Die letzten Dinge haben begonnen mit der Auferstehung Jesu. Ja. Das sind wir in der Endzeit. Und der Ausgießung des Heiligen Geistes. Amen. Da ist es. Da sind wir uns eins. Wir sind in der Endzeit. Genau, und das ist eben die Frage. Was ist es jetzt sozusagen eine Dynamik? Oder? Ja. Und ich glaube, vielleicht ist das sogar der eigentliche theologische Grund, warum wir sagen, okay, wir können auch eine Verbindung aufnehmen mit denen, weil die im Grunde schon also sozusagen in der Herrlichkeit Gottes auch sind und diese Ausrichtung auf ihn haben und die uns sozusagen mitnehmen oder nicht. Ja, ich glaube, wir Pfingster kommen da auch ganz stark von dem mosaischen Gesetzestext, wo es heißt, und auch von Samuel, du sollst die Toten nicht befragen, sollst keine Wahrsage. Und dann wird das ganz schnell in dieses Wahrgesagerei- und Zauberei-Thema mit reingeschoben. Hey, wenn ich jetzt zu irgendeinem Verstorbenen rede, ne, natürlich, wir wissen, es sind Heilige und sie werden in der Veränderung mit Jesus zusammen sein, wir werden sie wiedersehen. Aber erstmal physisch gesehen, es ist ein Verstorbener, so wie das mosaische Gesetz es dort benennt. Und wir sollen die nicht anrufen. Und und daher kommen wir, glaube ich, auch sehr stark von diesem Text her. Totenbeschwörung ist auch katholisch eine schwere Sünde. Ja. Eine ganz schwere Sünde. Also, das ist wirklich dämonisch. Also, ich meine, diese Sensibilität für Dämonisches gibt es ja auch. Da wäre dann trotzdem interessant, wo ist für einen Katholik der Unterschied dann zwischen Totenbeschwörung per se und jetzt das Anrufen von jemandem, der schon tot ist? Weil er eben im Leben, am Leben Gottes partizipiert. Aha, okay. Das ist der Unterschied. Okay. Hat Anteil am Leben Gottes. Okay, ich verstehe die Denkweise. Und es ist ja eigentlich auch nicht so, dass die Person wirklich antwortet, oder? Also, nein. Nee, ja. Das ist ja auch, weil wenn ich einen Toten befrage, dann erwarte ich eine Antwort, oder? Nein, das sind keine Orakel. Also das sind keine, das ist eben nicht wie bei der Hexe von Endor, die dann eben den Geist des Toten Samuel. Das ist nicht der Fall. Zumal wir jetzt im Neuen Bund sind und durch die Auferstehung sich alles geändert hat. Damals war ja noch keine Auferstehung, sondern die waren ja tatsächlich in der Scheol, in diesem Totenreich. Die Scheol in dem Sinn ist im Grunde ja durch die Auferstehung Jesu auch geöffnet worden. Aber wo sind die? Es wäre ein interessantes Thema. Ja, ein tolles Thema. Wo sind die jetzt? Ja. Also ich merke schon, wir könnten noch sehr viele interessante Themen schon allein von diesem Thema weiter aufmachen. Aber wir haben schon ein bisschen überzogen. Ich glaube, es war aber trotzdem super interessant. Vielen, vielen Dank auf jeden Fall schon mal, dass ihr euch Zeit genommen habt. Danke, dass ihr auch so mutig wart zu sagen, wir probieren das mal aus. Man konnte einfach mal Einblicke da reinbekommen und einfach mal die andere Seite so ein bisschen nachvollziehen. Auch wenn wir jetzt sicherlich das sehr grob angerissen haben in manchen Themen, auch nur, weil zeitlich ist es irgendwie immer begrenzt. Ich glaube, man könnte auch so 4 Stunden Diskussionen draus machen. Jo. Aber am wichtigsten ist, dass Menschen gerettet werden. Und auch wenn es irgendwie Sachen gibt, wo wir uns nicht ganz einig sind oder so, in dem Zentrum, dass Jesus das Zentrum ist, da sind wir uns sehr, sehr einig. Und deswegen finde ich das cool, dass wir uns so treffen können, dass wir miteinander darüber reden können, dass wir zusammen Lobpreis machen können, dass wir zusammen beten können und dass wir zusammen einfach dafür kämpfen, dass mehr Menschen Jesus kennenlernen. Und ja, deswegen, ich hatte Spaß. Wer weiß, vielleicht machen wir es immer nochmal. Come on. Gerne. Let's go. Volker, du musst noch so enden wie immer. Viel Segen. Die Liebe des Vaters, die Gnade des Herrn Jesus Christus und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit uns. Amen. Und mit deinem Geist. Finde ich jetzt witzig, weil das von Jan klang jetzt förmlicher als das von Volker. Ja, ich hab's.
mich daran erinnert, weil mein Bruder das in Afrika machen, die das nach jedem Gottesdienst. Echt? Die Menschen mit diesem Segen zu erlassen. Stark. Liebe des Vaters, Gnade, Jesu. Also ist ja erst 2. Korinther 15. Genau. Und so beginnt. Nee, der letzte Vers, ne? Und ich beginne jede Messe so. Ja. Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus, die Liebe Gottes des Vaters und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei alles sein mit euch. Das ist ja genau die Stelle, ja. Genau. Ist ein unheimlich cooler, starker Vers. Amen.